Ja, also Leute, wir begrüßen euch wieder recht herzlich zur neuen Folge des Abwassertalk an alle Helden des Abwassers da draußen. Und wir sind diesmal nicht ganz allein, sondern haben uns richtig Verstärkung noch geholt. Daniel, vielleicht begrüßt du schon mal unseren ersten Gast. Ja, also auch ein Hallo an alle Abwasserhelden da draußen, auch von meiner Seite aus. Und mit dabei, ich bin echt total überrascht, Thomas. Wir haben uns, glaube ich, mal vor 3 oder 4 Jahren kennengelernt. Da habe ich eine Auszeit gemacht und jetzt sehen wir uns wieder. Unglaublich. Also wir begrüßen den Thomas Brüning im Hause des Abwassertalks. Und vielleicht, Thomas, 1, 2 Worte von dir. Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich eingeladen worden bin. Wobei die Einladung galt ja nicht nur mir, sondern auch noch allen anderen Kollegen der jungen DWA, aber die kommen noch später mit dazu. Ja, zu mir. Ich bin im Ingenieurbüro und bin eigentlich als Maschinenbauer angefangen und wollte unbedingt große Maschinen machen. Und dann hat mich die Abwasserwelt doch gefangen und lässt mich auch nicht mehr los und bin da ja doch sehr zu Hause und habe mich sehr, sehr gefreut, jetzt auch mal in der Öffentlichkeit über Abwasser zu reden, weil ich finde das Thema super, super spannend. Ja, ist doch gut. Das ist doch super, dass wir hier alle dann begeistern. Am Ende wird das hier richtig bekannt. Wir haben jetzt die 100 Follower, 115 haben wir jetzt schon bei Instagram, Daniel. Und es geht immer weiter nach oben. Da haben wir ja auch Feedback gekriegt. Wir haben ja am Anfang immer diese Rubrik Abwasser einfach geklärt, ne? Ja, übrigens nochmal einmal dazu, so. Ne, also von den Abonnenten und Zuhörern, also wir haben so im Durchschnitt jetzt, wir sind auf dem aufsteigenden Ast, wir haben die letzten 3 Wochen circa 100 Zuhörer gehabt über YouTube und die Podcast-Form und die Tendenz ist weiter steigend, also da auch nochmal ein fettes Dank an alle Zuhörer, an alle Abwasserhelden oder die das Thema mal näher kennenlernen wollen, also echt fettes Lob, danke. Ja, Thomas hat mich auch gerade gefragt, ob wir das als Erfolg sehen. Wir haben das ja gar nicht damit angefangen. Ne? Wir haben einfach gesagt, wir wollten das immer schon mal machen, weil wir so ein paar Vorbilder hatten, die das auch machen. Und dann haben wir einfach gesagt, wir machen das mal. Und die Resonanz ist positiv, sagen wir es mal so. Weil ich habe jetzt, also, meine Eltern haben sich das sogar angehört. Ich habe das in meinem WhatsApp-Status gepostet. Und dann meine Mutter hat mir geschrieben, wer so, ihr scheint ja richtig Spaß zu haben bei dem Thema, weiter so. Und meine Schwester hat sich das angehört und hat das gleich in ihrer WhatsApp-Statistik weiter gepostet, da wie man das halt so bei Instaface und so macht, ne? Und hat gesagt, Mann, wer so lange über dieses Thema so leidenschaftlich reden kann, da muss man das gleich retweeten und so. Daniel, der hat uns gleich noch eine Frage für unsere Rubrik Abwasser einfach geklärt gegeben. Und zwar hat sie gefragt, wir reden da immer von Fremdwasser. Thomas, vielleicht willst du uns das erklären. Was ist Fremdwasser? Erklär mal. Du als Maschinenbauer, du weißt das doch. Erklär mal mit deinen Worten, was Fremdwasser ist. So für die Abwasserlaien, die uns ja zuhören. Wir haben ja auch ganz viele Laien, die vielleicht das hören. Eigentlich ist das relativ einfach. Das ist fremdes Wasser, was wir nicht haben wollen als Abwasserspezialisten. Sprich, das ist irgendwelches Wasser, was aus der Umgebung kommt, weil irgendwelche Rohrleitungen kaputt sind oder auch Niederschlagswasser, was in irgendeiner Art und Weise ins Kanalsystem eintritt, was wir nicht haben wollen. Und das ist dann relativ einfach Fremdwasser. Ne? Ja, und das ist der stetige Kampf, ne? Dass wir das Fremdwasser bekämpfen und raushaben wollen. Das heißt, man denkt ja immer, die Öffnung hier, die einfachste Beschreibung sind diese Öffnungen im Schachtdeckel, diese 16 Stück. Denkt man immer, da soll das Wasser reinfließen, das ist aber nur zur Belüftung da, ne? Und das Wasser soll gar nicht in diese Öffnung im Schachtdeckel reinfließen, ne? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, diese Frage, dadurch, dass ich also direkt nach dem Studium dann mit Abwasser konfrontiert worden bin, habe ich das am Anfang immer gar nicht verstanden. Also über die Niederschlagswasserableitung und so weiter, da macht man sich gar keinen Gedanken. Und das finde ich irgendwie so bemerkenswert. Wo fließt das Wasser überhaupt hin? Gerade jetzt im Trennsystem, wo wir dann verschiedene Entsorgungswege haben von Abwasser, wo das wirklich im Schmutzwasserkanal lang fließt. Ist das einem erstmal wirklich bewusst geworden, wo das Niederschlagswasser zum Beispiel abgeleitet werden muss? Ey Daniel, wollen wir die Leute draußen mal mal schocken dann? Was war so mal die Frage? Wir kommen gleich zu den anderen, die noch dazugekommen sind in der Runde. Stellen wir auch gleich noch vor, mal die Frage in die Runde. Was passiert eigentlich, wenn es richtig stark regnet mit dem Abwasser? Na, was passiert dann? Genau. Wir können ja mal 2, 3 Fotos noch oder Videos mit posten, was ich schon gesehen habe. Und dann, stellen wir mal die Frage. Ja, dann läuft die Kacke über das Regenüberlaufbauwerk. Natürlich verdünnt, aber in Fluss, ne? Naja.
Habe ich die Story von Mallorca mal erzählt, hier in der Runde? Nee. Ich weiß nicht, ob ich das in der Runde mal erzählt habe. Da war ich auf Mallorca eine Woche noch, waren wir im Kreuzfahrtschiff und haben dann auf dem Rückweg in Mallorca sind wir abgestiegen und da war dann noch ein Tag da über Nacht und da hat es nachts geschüttet ohne Ende. Und dann sind wir mit dem Bus am nächsten Morgen zum Flughafen gefahren und dann hingen morgens die Flaggen an dem Strand, so die roten Flaggen, nicht baden gehen. Ne? Und vor uns sah so ein kölsches Ehepaar. Ne? So, ich kann diesen kölschen Dialekt nicht, aber so, ja, hat die Kläranlage das wahrscheinlich wieder nicht geschafft, ne? Das zu seiner Frau so gesagt, ne? Und sie dann so, ja, das ist ja in Spanien, ist das ja alles so nicht so gut, ne? Und dann habe ich mich so umgedreht und gesagt, wo sind Sie her? Und dann hat sie gemeint, ja, wir sind aus Köln, ne? Und dann meinte ich so, ja, nee, da ist das nicht, wenn es stark regnet, da ist das nicht so. Nee. Naja. Also ich glaube, in Köln regnet es allgemein wenig. Ja, gut. Ja, okay, also dann müssen wir noch gucken, wer noch alles dazugekommen ist gerade, Daniel. Ja. Ja, vielleicht können sich mal du kennst die Leute, ja, ich kenne die ja persönlich noch nicht so. Außer den Jens Jensen habe ich auch schon mal kennengelernt. Und die Niki ist wahrscheinlich die Nicole Stenzel. Jens, hörst du uns? Ja, genau. Ah, okay. Ich weiß nur nicht, warum ich als Niki da stehe, das war ich nicht. Musst du umbenennen. Sollen wir dich umbenennen? Dann das ist mir egal. Sieht eh keiner nachher. Ja, okay. Ja, dann haben wir jetzt drei von euch dabei. Wir haben ja heute spezielle Gäste, haben wir noch gar nicht gesagt, aber wir haben ja so ein spezielles Thema. Und zwar, ich bin ja dann offiziell, ihr seid ja alle noch voll jung, ich bin ja offiziell dann demnächst alt. Ne? Ab Mittwoch, oder Klaus? Ab Mittwoch bin ich alt, offiziell. Also wenn ihr das hier wahrscheinlich hört, bin ich schon offiziell alt, je nachdem, wie schnell wir das hochgeladen kriegen. Ne? Und ab Mittwoch bin ich dann offiziell 36 Jahre alt. Man sieht es mir nicht an. Eigentlich sehe ich aus wie 45, aber bin erst dann 36. Und da haben wir uns gedacht, solange ich noch, während wir das aufnehmen, ja noch als jung gelte, laut DWA, machen wir mal das Thema junge DWA diesmal. Und wir haben ja schon über die DWA und die KA gesprochen. Ne? Wer das vielleicht nicht aus den vorigen Folgen kennt, die DWA ist unsere Fachvereinigung. Deutsche Vereinigung für Abwasserwirtschaft und, ach Mensch, Scheiße, ich kann die Abkürzung gar nicht. Kann mir jemand helfen aus der Runde? Abfall hast du noch vergessen. Und Abfall, ne? Ja, genau. Ja, und da gibt es auch eine Jugendorganisation. Das ist die junge DWA. Und als jung gilt in der DWA jeder unter 36. Also in dem Moment, wo man 36 wird, wird man offiziell alt, ne? Kann man sich vielleicht so merken. Und dann darf man nicht in Rente gehen, aber dann zählt man halt zu den Alten in unserer Organisation. Und heute haben wir uns, Daniel, mal den ganzen Vorstand einfach mal angesprochen von der jungen DWA, ob die nicht vielleicht hier dabei sein wollen und ein bisschen was über unsere Organisation erzählen, was wir so machen. Und ja, von daher haben wir euch mal eingeladen. Der Thomas, der Jens und die Nicole sind soweit dabei. Ja, und wir haben uns einfach mal überlegt, dann stellt euch vielleicht mal vor. Thomas hat das schon gemacht. Jens, dann sag mal was zu dir vielleicht. Ja, moin zusammen. Jens mein Name. Ich bin 28 Jahre alt, komme ursprünglich aus Stuttgart, bin in der ganzen Welt aufgewachsen und freue mich aber jetzt wieder hier mit euch dabei zu sein. Ich arbeite auch in dem Umfeld Kanal und Abwasser. Ich arbeite bei der Deutsche Bahn Immobilien und bin da in der Abteilung für Infrastrukturmanagement und Kanalsanierung, sprich ein zentrales Thema der DWA. Und die DWA habe ich in 2016 kennengelernt. Und zwar tatsächlich durch den Klaus kennengelernt, als ich bei einer Phosphortagung war in Stuttgart. Und irgendwie hat man sich, ja tatsächlich, da macht er große Augen. Hey, mich kann ich mich dran erinnern, ey. Ja, genau. Und tatsächlich sind wir da, als wir an so einem runden Tisch standen, uns einfach unterhalten haben, so, na, was machst du hier, was interessiert dich an Phosphor, was hast du so für einen Hintergrund und vor allem, warum bist du eigentlich wirklich hier? Also neben diesem ganzen Fachaustausch, was möchtest du sonst noch bekommen? Dann sind wir irgendwie auf das Thema Netzwerk gekommen und von dem Thema Netzwerk haben wir auch gesagt, das ist doch voll cool, wenn junge Leute sich austauschen können. Und kurz danach war dann von Klaus tatsächlich die
Ideen von Stammtischen geboren. Ob die zu dem Zeitpunkt schon so hießen oder das noch ein wirres Konstrukt da war, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr genau. Aber die Idee, die stammte daher. Also das mit der Phosphortagung weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass wir uns irgendwie auf irgendeiner DWA-Tagung mal kennengelernt haben. Also ich kann mich noch daran erinnern, wo wir uns auch kennengelernt haben, Jens. Das war einmal in Berlin, glaube ich. Das war zu den zu der Wasser Berlin damals noch. Und am Vorabend bist du, glaube ich, auch schon angereist. Da waren wir zusammen, glaube ich, ein Trinken. Ich dachte ja am Anfang immer Jens Jensen, das ist ein Künstlername, aber ist es ja anscheinend nicht, erfahre ich heute. wo auf der Welt warst du eigentlich überall unterwegs, wenn du gesagt hast, du bist überall auf der Welt aufgewachsen? Vielleicht kannst du einfach mal kurz sagen, wie unterschiedlich die Abwasserentsorgung gerade ist in Teilen der Welt. Also in den USA ist das völlig anders als in Neuseeland und in Neuseeland ist das völlig anders als in Botswana und wiederum ist es anders als in Holland und auch Cottbus. Also selbst in verschiedenen Ländern gibt es einfach verschiedene Probleme, wie man jetzt irgendwie mit Wasser zugange ist. Und das hat mich einfach fasziniert und tatsächlich auch dazu bewegt, dass ich noch mehr über Wasser wissen wollte und mich dann selbst drin vertieft habe. Okay. Ja, und dann, Daniel, wir dürfen ja die fünfte im Bunde bis jetzt nicht vergessen. Eigentlich heißt es ja Ladies First, aber Nicole, vielleicht sagst du noch kurz was zu dir. Ja, kann ich gerne machen. Ich heiße Nicole Stenzel, bin Teil der jungen DWA, bin da die Vorsitzende der jungen DWA. Und seit 2012, glaube ich, mittlerweile aktiv. Und seit 2014 in verschiedenen Gremien. Bin jetzt immer noch jung mit 32 Jahren. Also ein paar Jahre habe ich noch in der jungen DWA. Und arbeite selber beim Ruhrverband. Bin da als Ingenieurin in einer betrieblichen Optimierung und Betriebsmanagement für ungefähr 25 Kläranlagen mit meinem Team zusammen zuständig. Du bist ja quasi Urgestein in der jungen DWA, ne? Oder man sagt nicht Mann der ersten Stunde, Frau der ersten Stunde. Und warst ja quasi bei der Gründung mit dabei, ne? Genau, es gab 2012 eine Auftaktveranstaltung, oder war das 2013, in Magdeburg damals hieß es noch Bundestagung der DWA, jetzt ist es ja Dialog Berlin. Und da waren wir mit 5 oder 6 jungen Leuten vertreten, wovon auch 2 weitere immer noch aktiv sind. Und da hat sich das alles so langsam gegründet und langsam angefangen und ja, alles nach und nach aufgebaut. Es ist praktisch erst historisch gewachsen, diese junge DWA. Also die Untergliederung der DWA in die junge DWA. Genau. Das gibt es ja dann noch gar nicht so lange. Nicht in der aktiven Form. Also am Anfang war ich relativ alleine, habe da dann noch nicht das Netzwerk gehabt. Am Anfang war es auch ein bisschen schwieriger, bei der DWA vorwärts zu kommen, weil das halt eine sehr alte Vereidigung ist, sehr traditionell. Der Klaus spricht da wahrscheinlich auch aus Erfahrung, hat auch seine Erfahrung mitgemacht. Ja, die Erfahrung ist halt, die Grauhaarquote und die Männlichkeitsquote gehen gegen 90%. So war das zumindest vor 8, 9 Jahren, als ich auf meiner ersten DWA-Tagung war. Heute ist es schon ein bisschen besser geworden, finde ich. Aber das ist schon so, genau. Ja, genau. Also da ist noch Potenzial nach oben, meinst du? Ja, wir brauchen langhaarige Frauen. Frauen, aber auch wie dich, Dan. Das weiß vielleicht keiner, aber ich glaube, von uns 5 hast du die längsten Haare hier. Obwohl ich dir bald sein, Konkurrenz mache. Ich kann mir schon Zöpfe flechten hinten. Oh Mann. Ja, was sind denn dazu? Nicole, vielleicht kannst du als Vorsitzende mal darauf eingehen, wie so grundsätzlich die Aufgaben von der jungen DWA gerade aussehen. Und was bisher auch so die Erfolge waren. Ich sag mal, historisch gewachsen jetzt seit 2013 bis jetzt. Vielleicht mal auf die Stammtische eingehen, wie die sich entwickelt warum haben. Warum gibt es die junge DWA? Warum gibt es uns überhaupt? Oder warum braucht man die junge DWA, genau? Was machen wir? Ja, das sind sehr grundlegende Fragen. Also Ziel der jungen DWA ist es eigentlich, dass wir uns vernetzen. Dass wir einen guten Start ins Berufsleben erhalten.
und einfach wissen, wen wir wann ansprechen können und nicht alleine dastehen. Denn gerade am Anfang wirkt das nach dem Studium, nach der Ausbildung oder auch noch während der Ausbildung und Studium alles etwas sehr unübersichtlich. Man weiß nicht so genau, was kann ich überhaupt machen und wen muss ich fragen. Und das ist eigentlich einer unserer Hauptziele, was wir erreichen wollen, dass einfach die Heranwachsenden es leichter haben, als wir es damals hatten. Und wir uns gut vernetzen und auch untereinander austauschen. Weil der Austausch mit Gleichaltrigen ist einfach nochmal ein anderer als der mit erfahrenen Kollegen, die seit 20, 30 Jahren schon in ihrem Job stehen. Vielleicht auch die Hemmschwelle ein bisschen anders als zu erfahrenen, gestandenen DWA-Mitgliedern. Die DWA hat damals vielleicht auch einfach erkannt, dass man sonst ein bisschen dinosauriermäßig wird am Ende, wenn man die Jungen nicht fördert in unserer Gruppe, weil wenn hinten nichts nachwächst, dann ist auch vielleicht die Relevanz gar nicht mehr so gegeben, ne? Wenn man nur noch aus älteren Leuten besteht. Und ich glaube, das war gut, dass man das erkannt hat damals und dann gesagt hat, wir brauchen ein paar mehr Junge und auch, wie sagt unser Chef immer, jünger, weiblicher, bunter, ne? Sollen wir werden. Ja, genau. Und damit wir auch längerfristig, das ist der zweite Spruch, die technisch-wissenschaftliche Vernunft der Wasserwirtschaft sind, ne? War das auch richtig? Stimme der Vernunft. Stimme der technischen, wissenschaftlichen Vernunft in der Wasserwirtschaft sind. Und da muss man natürlich auch breit vertreten sein und auch die Jungen mit einbeziehen, ne? Und wir sind quasi die Jungen, ich sag mal noch wir. Wollen das da voranbringen. Genieße es. Genau, ich genieße das noch eine Weile und ich erwarte dann noch eure Geburtstagswünsche am Mittwoch, ne? Und Geschenke. Das muss man eigentlich noch sagen, eigentlich an die Runde. Daniel, willst du sagen, du bist ja jetzt quasi auch vom Markt, ne? Ich bin schon längst vom Markt. Ja, aber Daniel hat geheiratet am Wochenende, ganz in aller Stille und ist jetzt quasi dann auch offiziell nicht mehr zu haben. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Danke, Klaus. Jetzt werde ich ganz rot, auch wenn man sich sieht. Danke. Danke. Muss man veröffentlichen. Herzlichen Danke. Glückwunsch. Und, Glückwunsch, mein Lieber. Ja. Danke, Leute. Und jetzt muss das so lange noch genießen, wie man die Freiheit hat. Daniel. Ja, das ist wahrscheinlich, ja genau, richtig. Genieße es, kann ich dir sagen. Seit diesen Tagen ist das Leben komplett anders geworden. Nein, Quatsch. Mich interessiert mal noch eine Frage. Warum seid ihr eigentlich, also wie seid ihr zu dieser jungen DWA gekommen? Also bei Nicole ist jetzt, sag ich mal, ein Erstgründungsmitglied, die ist von Anfang an dabei. Die hat Pioniersarbeit geleistet. Und ich weiß ja nicht, Thomas oder Jens, warst du von Anfang an dabei? Nee, ne? Also das ist jetzt im Laufe des Zeitalters gewesen, oder? Der jungen DWA? Im Laufe der Zeit? Ja gut, es kommt drauf an. Also die Gründung ist ja erst etwas später gewesen, dass wir auch eine Vorsitzende gewählt haben. Da war ich schon dabei. Das ist ja auch, ich weiß gar nicht, wann war das? Das ist jetzt drei Jahre her. Dass wir Nicole offiziell gewählt hatten. Und seitdem bin ich eigentlich auch dabei. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe Siedlungswasserwirtschaft studiert und habe Klaus kennengelernt. So war das auch. Weiß ich auch gar nicht mehr. Doch, wir haben zusammen, da habe ich dir das erzählt. Okay. Ja, also ich hatte das vorher schon mitgekriegt über die DWA-Tagung, wo wir vom Büro auch immer wieder mal teilgenommen haben. Und gerade hier in Nord war das dann der Herr Hilmer, der auch immer junge Leute haben wollte. Aber schlau ausschlaggebend war, dass man, wenn man Leute kennengelernt hat, junge Leute, und gesagt hat, ja, lass uns mal da und da treffen. Und dann ist es ja relativ schnell, dass man sagt, jo, passt. Und dann nennt man sich junge DWA. Haben wir doch so die ein oder andere Veranstaltung dann gemacht, sage ich mal so. No, da darf man auch nicht alle Storys erzählen, was man in Weimar so macht. Haben wir ja auch kurz schon mal gesagt, ne? Kann man nur empfehlen, wenn man sich weiterbilden will in unserer Branche. Wasser und Umwelt in Weimar kann man nebenberuflich gut studieren. Da haben wir uns kennengelernt, ja, stimmt. Auf jeden Fall. Na? Ja, und Daniel, du warst wahrscheinlich dann irgendwie zur Wasser Berlin damals das erste Mal dabei, ne? Genau, richtig, ja. Ja. Da war ich das erste Mal dabei. Da habe ich auch den Jens kennengelernt. Was war denn dein Eindruck von Wasser Berlin? Wie hat dieses ganze Event, was ja auch wirklich ein Riesenevent ist, wie hat das so auf dich gewirkt? Auf mich jetzt persönlich, oder? Hast du noch irgendwie irgendwas in Erinnerung von damals?
Also ja, ich habe noch was in Erinnerung. Also ich war jetzt, glaube ich, insgesamt war ich zweimal auf der Wasser Berlin. Die hat so ein bisschen abgenommen gehabt, aber das Event von der jungen DWA, auch gerade mit der, ich sag mal, mit der offiziellen Gründung und gerade mit der Moderation in den kleinen Gruppen, ich kann mich noch dran erinnern, da war ja auch so eine Diskussion in der jungen DWA-Runde, die damals ins Leben gerufen wurde. Die wurde sehr gut organisiert und das hatte von Anfang an so diesen Charakter zum Informationsaustausch, kennenlernen, Informationsaustausch, wie verhält man sich, mehr Aufklärungsarbeit, auch gerade das hinsichtlich jüngerer Wasserwirtschaftler, was da für Arbeit verrichtet wird in der DWA. Ich erinnere bloß an das Mentoring-Programm, was ja eigentlich, glaube ich, schon länger existiert. Aber ich glaube, das ist auch gerade den Jüngeren nie so richtig bewusst geworden. Also wenn man jetzt, vielleicht kann ich erzähle das einfach mal ganz kurz, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Man kann als junges DWA-Mitglied sich einen Mentor suchen. Der kann von überall anders herkommen. Es gibt da bestimmte Mentoren, die sich zur Verfügung stellen und immer wieder Rücksprache auch mit ihnen halten. Also auch gerade während der Berufseinsteigerzeit. Ja, das war so mein Eindruck. Und dann war das eigentlich ein ziemlich großes Event damals. Ich weiß nicht, wie war dein Eindruck, Jens? Ja, nee, also tatsächlich, du hast das ganz gut zusammengefasst. Ich fand auch dieses ganze Event sehr professionell organisiert. Die Moderation war tatsächlich klasse. Und vor allem, was ich total toll fand, ist, dass in den Pausen und auch danach man viel einfacher Zugang zu den hochkarätigen Personen der DWA haben konnte, einfach nur, weil man davor sich irgendwie an dieser Diskussion beteiligt hat. Und man hat einfach seine Meinung geäußert oder irgendwie etwas zum Besten gegeben, wo man was man vertreten hat. Und kurz darauf in der Pause ist dann irgendein, eine hohe Persönlichkeit von der DWA zu einem gekommen und hat dann einfach ganz ganz entspannt angequatscht und dann hat man sich eben über dieses oder jenes Thema aus der Branche unterhalten oder dann auch irgendwie über eine persönliche Zukunft geredet und sich einfach irgendwie ein paar Tipps eingeholt oder auch einfach nur ein paar Storys ausgetauscht. Und so hat man dann quasi nach einer Viertelstunde Pause hat man schon einen First-Name-Basis mit irgendjemand gehabt, der einem dann wieder weiterempfohlen hat. Und das war dann der Anfang von einem sehr, sehr großen Netzwerk. Also es ist recht motivierend wahrscheinlich dann für viele, wenn man auch mal Leute kennenlernt und das nicht so als diese DWA, als diesen Fachverband ohne Gesicht dann kennt, sondern auch Leute, die da mitmachen. Und das motiviert natürlich dann auch. Ja, jetzt wollen wir die jungen Leute zusammenbringen in der jungen DWA und viel für die tun, die vernetzen. Wie machen wir das denn? Was machen wir denn bei der jungen DWA so? Thomas, erzähl doch mal, was machen wir denn da so? Was kann man jetzt erwarten? Du bist jetzt quasi jemand, der das noch nicht, oder du musst es jemandem erklären, der das noch nie gehört hat, was die junge DWA ist. Was würdest du denn erklären, was wir so machen für die Jungen oder was bieten wir so an? Ja, Netzwerk, das ist ja das Stichwort, was immer wieder gefallen ist und das ist auch genau das, was wir anbieten, und zwar, dass wir uns als Wasserwirtschaftler ja vernetzen wollen was gibt es da für Möglichkeiten? Wir haben ja relativ viele Sachen in den letzten Jahren rausgeschlagen, was für Vorteile die jungen DWA-Mitglieder haben in der DWA. Also der Einstieg ist relativ einfach, auch der Mitgliedsbeitrag ist sehr, sehr günstig für junge Mitglieder und für Studenten, das ist überschaubar oder auch als Berufseinsteiger ist das zum Teil kostenlos oder nur die Hälfte des Beitrages, sodass man in die DWA erstmal relativ einfach reinkommt. Und was haben wir letztendlich? Die Möglichkeit, die ganzen Fachveranstaltungen können wir als junges DWA-Mitglied auch günstiger besuchen. Und das ist das, wo man dann auch sich sein fachliches Netzwerk so aufbauen kann, wie man möchte. Weil es gibt ja welche, die interessieren sich unbedingt für Fremdwasser, sage ich mal so. Die gehen dann zu DWA-Tagungen für Fremdwasser. Jemand, der sich vielleicht eher mit energetischen Geschichten auf einer Kläranlage auseinandersetzen will, der geht zu den Energietagen. Und da hat man halt schon die Möglichkeit, sich in der DWA auch zu spezialisieren, dass man da dann hingeht. Und ich habe mich gewundert, am Anfang wird man angesprochen, ja Mensch, du bist ja junge DWA, aber so nach dem dritten Mal irgendwo hingehen, ist es dann, dass man da auch wirklich ein vollwertiges Mitglied ist in dieser Community, sage ich mal so. Das ist das, was einfach auf dieser fachlichen Ebene läuft. Und dann, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, gibt es Stammtische und die gibt es halt überall. Ich kann jetzt nur für unseren Stammtischbereich sprechen, wobei ich kenne auch
unterschiedlichste Stammtische, weil ich ja auch mal ein halbes Jahr in München war, dass ich da auch mal den einen oder anderen Stammtisch mitbekommen habe. Du kennst natürlich noch wesentlich mehr verschiedene Stammtische, Klaus, aber ich kann mal so aus dem Norden erzählen. Also wir sind nicht städteweise aufgeteilt, sondern wir haben das gesagt, wir haben ja den Landesverband DWA Nord und da macht das der Daniel Mutz, ist da der Stammtischleiter, aber wir haben uns auf die drei großen Städte quasi verteilt, dass wir nach Hannover, nach Hamburg und nach Bremen gehen und das immer im Wechsel. Und wir haben festgestellt, Stammtisch hört sich so nach Kneipe gehen und Bier trinken an. Ja, das ist auch ein Teil davon, aber die Leute kommen einfach viel, viel mehr, wenn man sagt, wir machen noch was Fachliches vorweg, was Spannendes, was man vielleicht auch nicht so unbedingt jeden Tag hat. Also ich habe mir eine Renaturalisierungsmaßnahme von einem Flussgewässer angeguckt. Hätte ich nie gemacht, weil es ist fachlich, passt das nicht zu mir, aber das wurde angeboten. Wir hatten bestes Wetter, das heißt, wir konnten da sitzen, konnten uns da diesen Fluss angucken. Das war echt super interessant, muss ich sagen. Und hätte ich nicht gedacht, dass es in Hamburg solche Ecken gibt, mitten in der Stadt. Genau, und dann haben wir aber auch viel Programm, dass wir Kläranlagen angucken, klar. Aber ich sag mal so, man hat eine Kläranlage gesehen und wenn man dann Bremen hat, dann haben wir da zwei Kläranlagen. Da gibt es in Hamburg eine Kläranlage. Wenn man das gesehen hat, dann gucken wir, dass es dann auch mal in spannendere Geschichten geht, dass wir da wirklich auch mit den Unis Kooperationen haben, dass wir ins Labor gegangen sind, dass wir da uns Geschichten angeguckt haben. Dass jeder letztendlich einmal seine Firma auch vorstellt, die bei diesen Stammtischen mit sind. Also wir waren beim Rohrleitungshersteller, das war auch super spannend, dass wir da ins Werk konnten. Ja, dann haben wir bei uns zum Beispiel auch mal das Ingenieurbüro angeguckt, das ist natürlich nicht so spannend, aber wir haben dann Fachvorträge gehalten, die zu diesem Thema dann gehörten. Und so sind wir reihum gegangen, dass wir eigentlich immer wieder was Unterschiedliches gesehen haben und wir haben festgestellt, dass wir doch immer wieder neue Themen finden und immer wieder auch Firmen finden, die das unterstützen, die sagen, hey, das ist super. Und da habe ich jetzt schon von meinen älteren Kollegen gehört, ja Mensch Thomas, ich habe das nur gelesen, Junge, DWA Nord macht wieder das und das, kann ich da denn auch mit? Und dann habe ich gesagt, nee, sorry, du bist ja alt, also bist du nicht mehr Junge DWA. da konnten die dann nicht mit. Und ja, das war schon so ganz cool, dass wir da wirklich echt coole Sachen machen. Wir machen das nur einmal im Quartal, aber das ist auch, haben wir festgestellt, genau richtig, dass wir da doch in Nord irgendwie 30, stellenweise 40 Leute zusammenkriegen, die das gleiche Interesse haben und ja, dann nachher immer einen spannenden Ausklang haben am Abend. Also das ist immer erstmal diesen fachlichen Teil, dass wir auch die Akzeptanz von den Arbeitgebern kriegen, weil in der Regel ist das so, dass die alle freigestellt werden, dass das nicht Privatvergnügen ist, weil die Arbeitgeber erkannt haben, dass diese Arbeit wirklich sinnvoll ist, was wir da machen. Also auch gerade die großen Verbände stellen ihre jungen Leute, die Trainees werden dazu nicht gezwungen, aber da ist das Arbeitszeit bei denen, dass die einmal zu so einem Stammtisch mit müssen und danach wird halt gemütlich ausgeklungen beim Bier, um zu gucken, ob das Wasser auch sauber ist, dass wir in der Regel irgendwo am Wasser sitzen. Das ist schon immer sehr, sehr gut und man hat ja so unheimlich viele Leute kennengelernt und man lernt halt Leute aus der Wasserwelt, aus seiner Umgebung kennen und das ist ich sag mal, Thomas, man merkt, du kannst nicht, reden ohne Punkt und Komma, das ist super. Ich wähle auch dich. nur mal Frage, du sprichst immer von wir. Wer heißt denn das? Wie organisiert, wie läuft so ein Stammtisch ab? Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären oder in deinen Worten. Also bei uns ist das... Ja, also bei uns ist das so, dass derjenige, der die Firma aufgegriffen hat, dann auch immer so ein bisschen die Leitung für den Stammtisch übernimmt. Wir haben Glück, dass bei uns die Geschäftsstelle der DWA Nord uns da unterstützt. Das heißt, wir müssen da einfach nur formlos eine E-Mail hinschicken mit Datum und Einladung und dann wird die Einladung für uns vorbereitet. Dann wird die versendet per Mail und dann haben wir ja die junge DWA-App. Also wir sind auch digital unterwegs, wo wir natürlich auch die Leute mitkriegen. Und das heißt, wenn man erstmal eine Firma gefunden hat, dann hat man auch automatisch jemanden, der sich da in der Regel drum kümmert. Und der Daniel Mutz macht das dann übergeordnet, dass er letztendlich sich drum kümmert, dass das Umfeld passt, sage ich mal so. Und dann haben wir eigentlich immer unterschiedliche Leute, dass wir immer jemanden gefunden haben. Also klar, man hat auch mal zwei oder drei einer gemacht, aber in der Regel ist das dann schon so, dass wir ja auch jetzt feste Punkte haben, wo wir uns dann immer wieder was angucken, dass nicht jeder immer dran ist, sondern dass das immer unterschiedlich ist und ich sage halt einfach immer wir, weil doch da immer die gleichen sind, aber es kommen immer ganz viele auch dazu. Ne? Genau, es ist wirklich ein Wir und das ist genau das, was es bei uns in Nord auch ausmacht, das bleibt nicht alles an einem hängen, wobei Daniel macht da wirklich sehr viel, das muss man ihm einfach so sagen, das ist schon super, dass er das da hauptsächlich auch im Griff hat, aber er sagt halt auch, für ihn ist es sehr wenig Arbeit, wenn er immer jemanden findet, der sich um das Gros kümmert und letztendlich die Firmen haben ja auch
in der Regel alle eine gute Möglichkeit, sowas zu machen. Und wenn dann der Mitarbeiter das da macht, dann ist das für die natürlich relativ einfach. Jens, Thomas, erklär mal, wie erklär ist mal das? Achso, okay. Ich wollte gerade fragen, Thomas, sag mal ganz kurz, wer außer den Industrieherstellern und den Planern sind sonst noch so vertreten, wenn man zum Beispiel eine Exkursion macht oder eben generell in der DWA? Da sind ja auch noch mehr als nur Industrie und Planer involviert. Ja, das ist richtig. Also zum Beispiel sind das ja die ganzen Ämter sind letztendlich mit vertreten. Also aus Hamburg sind welche mit dabei, die wir da haben. Und die bieten das auch mit an. Da ist zwar mal mit Getränkeverpflegung ein bisschen knapp, aber das haben wir auch hingekriegt. Also das musste der Mitarbeiter dann selber machen, aber das haben wir dann schon hinbekommen. Das war dann alles gut. Und da hatten wir auch, die haben ja auch Projekte, genauso wie alle anderen auch. Dann sind bei uns Planer relativ viel vertreten, weil der Mutz, Daniel Mutz war auch vorher in einem Ingenieurbüro, dann bin ich da als Ingenieurbüro, meine ganzen Kollegen, die neu anfangen, die unter 36 sind, mussten auch alle einmal mit, und wer dann das zweite Mal mitgekommen ist, die sind dann auch das dritte Mal mitgekommen, da musste ich mich dann gar nicht mehr drum kümmern. Die haben wir dabei, dann haben wir natürlich unsere großen Verbände dabei, sprich alle, die auf einer Kläranlage arbeiten, das ist da bei uns Hansewasser, Hamburg Wasser und auch die Stadtentwässerung Hannover als die großen, sage ich mal so, und dann haben wir auch eine Zeit lang noch einen Teil Azubis mit dabei gehabt, aber die haben sich jetzt ein bisschen ausgegliedert, aber das ist auch immer ein wichtiger Punkt, wo wir jetzt am Baggern sind, dass wir die Azubis endlich dazu kriegen oder auch die Meisterkurse, dass sie zu uns kommen, aber das sind ja Sachen, die wir jetzt aufbauen müssen, weil momentan sind es viele Studierte, sage ich mal so, aber es werden immer mehr, dass wir auch Leute von der Kläranlage beziehen. Muss man vielleicht mal... Thomas, muss man vielleicht mal darauf eingehen, das Problem, was wir ja haben in der DWA ist immer, oder der Vorteil ist, wenn man DWA-Mitglied ist, dann bekommt man auch diese Einladung, ne? Weil wenn wir Nicht-Mitglieder können das eigentlich nur über, die dürfen auch kommen, man muss nicht unbedingt Mitglied sein, aber man kriegt die Einladung halt nur, wenn man Mitglied ist, weil wir die sonst datenschutztechnisch nicht anschreiben dürfen, und deswegen kriegen eigentlich nur die Mitglieder die Einladung. Deswegen ist immer Vorteil, wenn man Mitglied ist, kriegt man auch die Einladung über diese App und so weiter. Jens, erklär doch mal, wie das im Süden ist. Man muss ja dazu sagen, Stuttgart war der erste Stammtisch, den es gab, ne? Ja, ich glaube schon. Kurz darauf folgte München. Es war wirklich sehr, sehr knapp. Aber tatsächlich glaube ich, ja, Stuttgart war der erste, wenn ich mich recht entsinne. Da muss man ja auch stolz drauf sein. Nein, also bei uns läuft das ziemlich ähnlich ab wie bei Thomas im Norden. Insofern in Stuttgart und in Karlsruhe habe ich da jetzt einen Stammtisch. Das läuft in der Regel so ab, dass das Nachmittag ist, eben so, dass die Firmen die Leute vielleicht mal 2-3 Stunden am Nachmittag freistellen können oder halt eben dann dahin schicken auf Arbeitszeit. Idealerweise. Ansonsten kann man sich auch relativ genehm mit Gleitzeit irgendwie noch mal ein Stündchen freinehmen, um dann dahin zu kommen. Insofern sind dann auch für diejenigen, die nicht offiziell vom Arbeitgeber unterstützt werden oder die gar keinen haben, ist das dann auch relativ komod, dahin zu kommen. Dann haben wir meistens eine Exkursion, eben eine fachliche, sei es wir gehen irgendwo in ein Forschungsinstitut oder eine von den schon erwähnten Sachen wie Planern, Behörden oder irgendwie in diesem Fall Unis oder Instituten oder Verbände. Und danach wird dann eben sich nochmal fachlich ein bisschen ausgetauscht für ein halbes, dreiviertel Stündchen. Und dann hat man einen gemütlichen gemeinsamen Ausklang, dass eben auch dieses persönliche Netzwerk zusätzlich zu dem fachlichen nicht zu kurz kommt. Was muss denn jemand machen, um überhaupt bei, ich sag mal, entweder in der jungen DWA mitzumachen oder beim Stammtisch mitzumachen? Also selbst wenn ich jetzt mal nicht DWA-Mitglied bin, aber bin jetzt zum Beispiel Interessierter, was muss ich machen? Wo hole ich mir die Informationen her? Was dazu? Ja, wer sich aktiv beteiligen möchte und schon mal auf der Homepage gelandet ist, der DWA, also dwa.de, der findet da eine Rubrik Junge DWA, wo sämtliche Ansprechpartner drinstehen. Und also da findet man auch alle Stammtische, ne? Genau, alle Stammtische stehen da drin. Unsere Circle, in denen wir jetzt Art Arbeitsgruppen gebildet haben, die wir allerdings Circle nennen, findet man da drin, und da sind dann die Adressen. Meistens werden wir über info@junge-dwa.de angeschrieben. Da können wir Vorsitzenden drauf zugreifen und gehen dann meistens auf denjenigen ein, der entweder in unsere WhatsApp-Gruppe möchte, wenn er mal davon gehört hat. Da tauschen die, die sich miteinander verbinden wollen, uns relativ aktiv aus mit, ich glaube, mittlerweile knapp 70 Teilnehmern.
da wird dann halt auch viel fach oder eigentlich hauptsächlich fachlich geschrieben. Und also meistens kommt der Kontakt per Mail zustande. Okay. Ja, was man vielleicht noch sagen kann, ist, es gibt auch seit kurzem einen digitalen Stammtisch. Also wer jetzt ganz neu ist in der DWA und sich vielleicht mal erstmal informieren will, was man alles so in der DWA machen kann. Jeden ersten Donnerstag im Monat ist das immer abends um 19 Uhr. Über GoToMeeting machen wir das. Das wird online dann veröffentlicht, wo man sich einloggen kann. Das kriegen auch alle Mitglieder immer geschickt, alle jungen Mitglieder. Und da kann man sich dann einfach mal vielleicht zuallererst informieren, mal sehen. Da sind aus ganz Deutschland immer irgendwelche Leute dabei. Und dann kann man sich mal ein bisschen informieren, was macht die DWA so? Wo kann ich mich vielleicht informieren? Wo ist mein nächster Stammtisch bei mir in der Nähe? Und so weiter. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Wie gesagt, das ist immer jeden ersten Donnerstag im Monat. Also. Was ich noch richtig gut fand damals, also ich weiß nicht, ob das immer noch existiert, dass die junge DWA immer ein Mitglied in den jeweiligen Arbeitskreis sendet für neue DWA-Regel- oder Merkblätter. Ist das immer noch so der Fall? Nicht so konkret, aber es gibt zumindest die Möglichkeit, dass jeder, der mal an irgendeinem Gremium teilnehmen möchte und in der jungen DWA drin ist, die Chance bekommt, da als Gast dann teilzunehmen. Und je nachdem, wenn da irgendwas Neues gegründet wird, kommt es auch vor, dass wir direkt angesprochen werden, ob wir nicht wissen, wen wir vielleicht konkret in so ein Gremium schicken können. Ja, jetzt habt ihr ja viel gehört, sozusagen, was die junge DWA alles so macht. Wenn ich jetzt so, Jens, wenn ich jetzt so junger Mensch bin, stell mir vor, damals 25, grün hinter den Ohren, habe ich mich noch nicht getraut, auf die älteren Kollegen in der Branche so zuzugehen. Okay, ich habe mich immer getraut, aber manche jungen Leute trauen sich vielleicht nicht. Was würdest du denen sagen? Traut euch. Kommt einfach dazu. Und vor allem die Hürde ist ja wirklich sehr gering, einfach an einem digitalen Stammtisch mitzumachen oder auf eine Tagung zu kommen, eben weil auch diese, wenn man einfach mal anschreibt, sehr, sehr kostenneutral sind. Kommt einfach dazu. Es beißt euch keiner. Alle haben mega viel Spaß, wenn jemand Neues dazukommt, Fragen stellt, interessiert ist. Solche Leute sind bei uns immer sehr gerne willkommen. Und zusätzlich, man macht es einem auch einfach, weil auf fast allen Tagungen oder Events in der Branche ist die DWA in irgendeiner Form, Art und Weise vertreten. Insofern geht jederzeit auf irgendeinen DWA-Banner zu und erkundigt euch da. Meistens ist die junge DWA nicht fern. Jens, vielleicht kann ich das nochmal bestätigen. Also was ich an unserer Branche so gut finde, das spiegelt sich auch perfekt in der jungen DWA wieder. Das sind die Werte. Also die Offenheit, alle gehen sehr kollegial miteinander um. Keiner nimmt irgendeinen mal was übel, falls mal irgendwie, weiß ich nicht, links oder rechts was passiert. Genau. Jeder hat einen Kackhaufen auf der Schulter sitzen. Den Wassertropfen, Mensch. Das ist ein Wassertropfen. Das ist ein Podcast, das ist Jens. Tulli. Das ist so. Ein Podcast. Das kennt keiner. Jens hat sich gerade einen Wassertropfen auf die Schulter gesetzt. Deswegen, das könnt ihr nicht sehen, aber es sah sensationell aus. Das ist Tulli. Ich hab auch was mit den Augen. Ne? CS war es ein Krokodil und kein Frosch. Naja. Okay. Ich dachte, ihr meint mein YouTube-Video. Das haben wir auch gesehen, ja. Nee, das habe ich auch noch nicht gesehen. Nee, es gibt ja die Aktion von der DWA. Wir sind für euch da. Oder wir zeigen Einsatz. Wir zeigen Einsatz. Entschuldigung, meine Güte, was habe ich heute mit den Abkürzungen? Und ich habe es jetzt von Nicole schon gesehen. Ich selber war auch schon dabei, aber von euch dreien habe ich es noch nicht gesehen. Schämt euch. Wir holen es noch nach jetzt, an Herrentag. Also kann man auch mal den Hashtag Wir sind dabei bei Google, bei YouTube mal eingeben und einfach mal auch vielleicht andere aus der Wasserwirtschaft mal sehen, wer so da was erzählt aus der Branche. Nicole, wir haben dich jetzt quasi nicht Ladies First gegeben, aber wir müssen dir Ladies dann Last geben. Du hast mal die letzten Worte, was du vielleicht als Vorsitzender der jungen DWA jemandem noch mitgeben willst, der jetzt vielleicht sich dafür interessiert. Ja, was du vielleicht so den Leuten noch mit erzählen willst. Ja, also ich kann mich da eigentlich nur dem Jens anschließen. Wer sich irgendwie in unserer Branche
engagieren möchte, sollte sich unbedingt an die junge DWA wenden. Schreibt uns an per E-Mail, per Handy, wie auch immer ihr wollt. Unsere Kontaktadressen sind zu finden. Traut euch, ihr werdet das auf jeden Fall nicht bereuen. So viele von uns haben ihren Job durch das Netzwerken erhalten oder sind vorangekommen in ihrem Job, wenn sie Probleme hatten durch das Netzwerk. Traut euch einfach, macht das einfach und ihr werdet es nicht bereuen. Genau, ihr werdet es nicht bereuen. Wir haben zwar noch keine Partnerschaftsverbindungen geschafft, aber das gibt es auch noch. Das erste Paar der jungen DWA wird es auch noch geben. Wir haben jede Menge attraktive junge Damen und Herren bei uns. Kann ich auch sagen, man findet vielleicht auch den Partner fürs Leben. Naja. Ich verstehe den Übergang nicht. Gibt es irgendwelche Insider? Nee. Ja, noch nicht, aber vielleicht irgendwann. Das ist ja vielleicht auch ein Thema. Naja. Okay. Ansonsten, das ist ein Mann von Visionen. Er möchte doch gucken, ob dieses Format noch irgendwie zu erweitern ist. Ja, ich habe ja mal gesagt, man müsste die Werbung wie von Parship übernehmen hier. Ich Parshippe jetzt, müsste man für die junge DWA machen. Ich DWA jetzt oder so. Naja. Es geht um die persönlichen Kontakte. Man kann das sehr ernster nehmen, als es ist. Ja. Dann würde ich sagen, reicht das erstmal für heute, Klaus. Und vielen Dank nochmal an Thomas, Nicole, Jens. Vielen Dank, dass ihr uns mal so einen kleinen Einblick gegeben habt, was die junge DWA macht. Wir werden nochmal unter dem Podcast verlinken, dass da auch derjenige Zuhörer einen Ansprechpartner bzw. eine E-Mail-Adresse hat. Und hast du noch irgendwelche letzten Worte, Klaus? Ja, wie immer, Panther Ray, alles fließt abwärts, ne? Und bis zum nächsten Mal. Achso. Schönen Herrentag noch. Achso, ja, schönen Herrentag euch allen und genießt es. Ne? Bis dahin. Ciao. Tschüss.